Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dem vierten Teil sogar schon von dem Leider Niva Projekt. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gesagt, das ist der vierte Teil. In dem letzten Teil habe ich diese wunderschönen Rücklichter gebaut und habe jetzt auch noch dieses Weiße ein bisschen weggemacht mit Edding. Das sieht auch wirklich viel besser aus. Sonst hatte ich ja angekündigt, dass ich diese Teile hier mache. Oh, dick, nicht. Das ist ja jetzt hier die zwei Türgriffe, das Lader-Zeichen und dieses Lader 4x4. Diese Stange, das sieht man aber, glaube ich, weiß auf weiß sehr schlecht. Deshalb male ich das halt sehr schön an. Und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Das filme ich natürlich auch wieder in Zeitraffer. Das bearbeite ich dann noch ein bisschen. Und jo, dann würde ich sagen, bis zur Zeitraffer-Version. Leute, die Sachen sind fertig. Tut mir leid für das starke Sonnenlicht, aber die Sonne geht gerade unter. Wir haben jetzt auch schon 7:30 und deshalb, also die Sonne ballert hier gerade voll rein. Ich tue jetzt gerade meinen Schatten. So, da haben wir jetzt hier das schöne Lader Niva Zeichen hier mit dem Boot, mit dem Schiff. Dann hier die zwei Türgriffe. Die will ich noch silber machen, das Weiße. Und dann haben wir hier noch das Lader Niva 4x4. Auch mit dem Zeichen da drin, das ist mir leider nicht so gut gelungen, aber finde ich voll okay. Also gefällt mir eigentlich sehr. Ja, bin sehr zufrieden. Bin mal gespannt, wie lange die Aufnahme gedauert hat im Zeitraffer jetzt. Ich habe zwischendurch noch gegessen. Und ja, dann würde ich sagen, schneide ich es gerade mal. Und dann gucke ich noch, was ich heute noch so mache. Ob der Part heute noch fertig wird oder halt auch nicht. So, Leute. Das, der Kühlergrill ist fertig. Ich hatte jetzt mal nichts angekündigt oder so. Ich hatte einfach mal losgedruckt und dachte mir, der sieht doch mal mega geil aus. Damit kann ich doch jetzt mal schön anfangen. Das Einzige, was ich sehr blöd finde, ist, wir haben hier bestimmt 60% Stützstruktur, weil der anders nicht zu drucken war. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, wie ich das abkriege. Ja, sonst habe ich ja gerade eben, also es war gestern, die Dinger hier lackiert und jetzt habe ich die noch silber gemacht. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber bestimmt. Da bin ich richtig zufrieden mit. Das sieht richtig cool aus. Da habe ich mir heute noch so ein extra, so ein Stift hier geholt, so ein Edding, so ein, ja, so silbernen. Super gut. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt mal ab, mache den Drucker gerade mal aus. Weil, oh Gott. Warte, Leute, ich muss zwei Hände da. Achtung. Oh, das ist bestimmt der schwerste Druck, den ich bis jetzt hatte. Und auch der mit der meisten Masse. Auf einem Punkt so. So, ganz kurz die Kamera auf Stativ schrauben. So. Stuhl zurechtdrücken. Und dann ganz, ganz vorsichtig probieren, das mal abzumachen. So. Jetzt sieht man das auch alles besser. Na noch. So. Wow, wie krass, ey. Das ist so abgefahren. Also wirklich,
dieses Gefühl. Ich hole ganz kurz den Spachtel. Also es ist wirklich so sauber gedruckt, das ist so cool. Und ja, ich bin sehr zufrieden. So, dann den Müll. Und ja, das, was ihr hinten alles seht, ist eigentlich alles Stützstruktur bis hier oben hin. Also ja, das ist sehr extrem. Da muss ich gucken, wie ich das am besten wegmache. Also wir sehen hier, haben wir so eine Wabenkonstruktion, nur halt, dass das keine Waben, sondern Vierecke sind. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber bestimmt. Also ich würde persönlich tatsächlich sagen, dass ich, keine Ahnung, was macht man da am besten? Ich überlege gerade erstmal noch kurz. Das war jetzt echt ein Aufwand, also es war kein Modellbau mehr, das war mehr rohe Gewalt. Also ich habe jetzt hier einen riesen Haufen liegen an Stützstruktur. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht jetzt echt richtig geil aus, weil ich das noch geschliffen habe. Das sind auch schon die Löcher für die Lampen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich schleife das jetzt noch in Zeitraffer und dann geht's weiter mit dem nächsten Part wahrscheinlich.
So, bevor ich das Video jetzt beende, will ich euch noch einmal zeigen, was ich bis jetzt alles geschafft habe. Bis zum vierten Teil. Da haben wir einmal die, ja, den Kühlergrill. Dann die wunderschönen zwei Rücklichter mit den Legosteinen drin. Dann das Laaniwa 4x4, das Laaniwa Zeichen, die Türgriffe und den Kofferraumgriff. Und das war dann alles, was ich jetzt bis jetzt geschafft habe. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Und dann bis denn dann, euer EE-Ideen. Ciao.